Wo kann man mit 1000 Euro Rente komfortabel in Europa leben? Du denkst auch darüber nach, in Rente zu gehen und in ein anderes europäisches Land zu ziehen, wo du deinen Ruhestand mit einem Budget von 1000 Euro pro Monat genießen kannst? Dann habe ich hier 8 Länder für dich, in denen das noch möglich ist. Bei der Auswahl musst du allerdings so einige Faktoren beachten, darunter: A. Lebenshaltungskosten. Die Lebenshaltungskosten variieren von Land zu Land, und du solltest berücksichtigen, wie weit dein Budget in deinem ausgewählten Reiseziel reichen wird. In Portugal zum Beispiel ist die Miete vergleichsweise günstig, und du kannst eine Zimmerwohnung im Stadtzentrum für etwa 500 Euro pro Monat mieten. In Kroatien liegt der Preis für eine vergleichbare Wohnung bei etwa 650 Euro pro Monat. B. Gesundheitsversorgung. Die Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung variiert ebenfalls von Land zu Land. Stelle sicher, dass du Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung hast, die deinen Bedürfnissen entspricht. C. Das Klima. Das Klima ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl des Landes und dem Ort. Wenn du ein wärmeres Klima bevorzugst, solltest du Länder mit tropischem oder subtropischem Klima in Betracht ziehen. Wenn du hingegen kühlere Temperaturen bevorzugst, solltest du Länder mit gemäßigtem Klima in Betracht ziehen. D. Die Kultur. Es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und deinem ausgewählten Zielort zu berücksichtigen. Du solltest dich in deinem neuen Zuhause wohl und langfristig auch willkommen fühlen. Dann schauen wir uns mal die 8 Länder an. Lass uns anfangen mit der Nummer 1, Ungarn. Ungarn ist ein weiteres günstiges Land für Rentner. Hier findest du eine reiche Geschichte, Kultur und Kunst. Die Mietkosten sind ebenfalls erschwinglich. Eine Zimmerwohnung im Stadtzentrum von Budapest kostet etwa 400 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist von hoher Qualität und das Land bietet eine vielfältige Küche. Das Leben ist ziemlich preiswert. Nummer 2, die Slowakei. Die Slowakei ist ein kleines Land in Mitteleuropa, das eine wunderschöne Landschaft und eine reiche Geschichte bietet. Das Land ist bekannt für seine architektonischen Schätze, Museen und Festivals. Eine Zimmerwohnung im Stadtzentrum von Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, kostet etwa 600 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist von hoher Qualität und die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise günstig. Nummer 3, Tschechien. Tschechien ist ein weiteres Land in Mitteleuropa, das für seinen kulturellen Reichtum, seine Geschichte und seine Architektur bekannt ist. Eine Zimmerwohnung im Stadtzentrum von Prag, der Hauptstadt Tschechiens, kostet etwa 700 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist von hoher Qualität und das Land bietet eine vielfältige Küche. Nummer 4. Polen. Polen ist ein Land mit einer reichen Geschichte, Kultur und Natur. Hier findest du zahlreiche Museen, Theater und Konzerte. Eine Zimmerwohnung im Stadtzentrum von Warschau, der Hauptstadt Polens, kostet etwa 700 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist von hoher Qualität und das Land bietet eine vielfältige Küche. Nummer 5, Rumänien. Rumänien ist ein Land mit einer reichen Kultur und Geschichte und einer wunderschönen Landschaft. Die Einzimmerwohnung im Stadtzentrum von Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, kostet etwa 550 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist von hoher Qualität und das Land bietet auch eine gute vielfältige Küche. Nummer 6, Spanien. Spanien ist bekannt für seine sonnigen Strände, eine lebendige Kultur und eine entspannte Lebensweise. Die Lebenshaltungskosten variieren je nach Region, aber insgesamt ist Spanien ein erschwingliches Land. Die Mieten sind besonders günstig in kleineren Städten und Städten im Landesinneren. Wenn du eine günstigere Alternative zu den Mieten in spanischen Städten suchst, könnte das Leben auf dem Land eine Option für dich sein. In vielen ländlichen Gebieten Spaniens gibt es eine Fülle von preisgünstigen Unterkünften. Die Mieten können oft zwischen 300 und 500 Euro pro Monat liegen, je nach Größe und Lage der Wohnung oder des Hauses. 7. Kroatien. Kroatien ist ein wunderschönes Land mit einer atemberaubenden Küste und Inseln sowie einer reichen Geschichte und Kultur.
Die Lebenshaltungskosten sind hier im Allgemeinen niedriger als in anderen europäischen Ländern. Die Miete ist auch erschwinglich, insbesondere in kleineren Städten und Städten im Landesinneren. 8. Wenn es um die Lebenshaltungskosten geht, sind sie in Portugal insgesamt niedriger als in den meisten europäischen Ländern. Es gibt jedoch regionale Unterschiede. Zum Beispiel ist das Leben in Lissabon und Porto teurer als in kleineren Städten. Wenn du jedoch in einer kleineren Stadt lebst, kannst du eine Wohnung für 500 bis 600 Euro pro Monat mieten, was sehr erschwinglich ist. In Portugal gibt es auch ein sehr gutes Gesundheitssystem, das für alle zugänglich ist, die in das nationale Gesundheitssystem eingezahlt haben. Es gibt auch viele englischsprachige Dienstleistungen für Rentner, einschließlich Gesundheits- und Pflegedienste. Es gibt auch viele Freizeitmöglichkeiten für Rentner in Portugal. Das Land hat eine atemberaubende Küste, wunderschöne Landschaften und viele historische Städte. Es ist auch bekannt für seine Weinproduktion und hat viele Weingüter, die man besichtigen kann. Unser Fazit: Europa bietet viele großartige Möglichkeiten für Rentner, die einen entspannten Lebensstil suchen. Jedes der Länder, die ich in diesem Video vorgestellt habe, hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du sorgfältig darüber nachdenken, welche Faktoren für dich am wichtigsten sind.